Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung von Rookie Racing Sport. Wir berichten von dem Viertellauf in Monza, dem Rennen, das am 14. März stattgefunden hat. Wir berichten von dem fünften Lauf, was erwartet uns in Mugello, einer sehr schönen Rennstrecke in Italien. Damit verlassen wir dann auch Italien endgültig. Und es wird auch gleichzeitig das letzte Rennen auf dem Porsche GT4 Clubsport sein, weil wir dann nämlich das Auto wechseln werden und wir werden die Rennserie mit einem Audi TT fortsetzen. Das Schöne an dem Audi TT ist, er hat die Push-to-Pass-Funktion mit 30 zusätzlichen PS, die jeder Fahrer dann im Rennen nutzen kann. Und wir haben ein kleines Spezial, nämlich unser Teilnehmer, der Jordi462, hat sich in der Zwischenzeit einen privaten Coach zugelegt, nämlich den Jan Seifert. Was da passiert ist, werden wir später sehen. Kommen wir nun zu dem Rennen in Monza. Das Qualifying zeigt ja schon, es wird unheimlich spannend sein, denn die Schallmauer von den magischen 2 Minuten, die wurde von mehreren Fahrern schon gleichzeitig geknackt. Die Abstände waren unheimlich gering, sodass auf den ersten 5 Startplätzen innerhalb von einer Sekunde sich alles tummelte. Und das ist für eine Rookie-Liga, wo eigentlich nur Anfänger fahren, wirklich schon sehr außergewöhnlich. Und das hieß natürlich fürs Rennen, wir können uns wirklich spannende Runden wünschen und wir hofften natürlich auch auf eine unfallfreie Fahrt. Der Start verlief problemlos, allerdings schon in der ersten Schikane kam es zu leichten Berührungen. Das war aber noch nicht so schlimm, weil alle Fahrer konnten mehr oder weniger weiterfahren und die Schäden hielten sich in Grenzen, sodass natürlich der ein oder andere Fahrer ein paar Plätze verloren hat, aber das Rennen konnte weitergeführt werden. In der zweiten Schikane war es dann allerdings viel dramatischer. Hier stand sogar ein Fahrer verkehrt rum und viele Fahrer hatten dann doch mehr oder weniger Schäden am Fahrzeug. Einige so große Schäden, dass sie auch an die Box fahren mussten und haben natürlich dann sehr viele Plätze verloren. Und in der Folge hieß es auch für diese Fahrer, dass sie überrundet worden sind, was nicht deren Schuld war, sondern einfach aufgrund der Renngeschehnisse eine logische Folge war. Als dann die Fahrer sich endlich mal beruhigt hatten und die ersten nervösen Phasen vorbei waren, konnte sich das Feld dann schön aufreihen. Es kam zu einem guten Rhythmus und endlich konnten gute Rundenzeiten auch gefahren werden. Und das Rennen nahm dann endlich mal richtig Fahrt auf, ohne dass weitere Unfälle passiert sind. Dafür erstmal ein Kompliment. Ein weiteres Kompliment möchte ich aussprechen an all die Fahrer, die überrundet worden sind. Und das hat wirklich top geklappt. Also hier mein herzliches Dankeschön. Die Absprache hat gut geklappt, die Disziplin hat sehr gut geklappt und ich glaube, alle Fahrer konnten ohne große Störung oder sowas das Rennen sehr gut fortsetzen. Kurz vor dem Ende ist dann noch ein kleines Missgeschick passiert, nämlich unserem Fahrer Pat Maas 1980. Er hat sich eigentlich sehr gut vorbereitet und fuhr auch ganz gute Rundenzeiten, sodass er eigentlich die Aussicht hatte, auch viele gute Punkte in diesem Lauf zu erreichen. Doch leider hat er sich mit der Spritmenge etwas vertan und musste kurz vor dem Ende sein Auto rechts abstellen. Schade an dieser Stelle, aber er hat weiterhin Punkte natürlich bekommen. Glückwunsch an das Podium. F0904 hat den ersten Platz eingefahren und das, obwohl er das erste Mal in der Rookie-Liga gestartet ist. Dazu ganz großen Glückwunsch von allen. F0904 ist ein sehr heißblütiger Fahrer und geht oftmals ans Limit. Er hat also super Rundenzeiten, aber hat natürlich auch, wenn man ans Limit geht, ist das Risiko, dass man mal einen Dreher macht, relativ groß. Wir warten mal ab, wie er sich weiterentwickeln wird. Platz 2 ging an Halbleerglas und Platz 3 an Fossil HH. Daraus ergibt sich folgende Fahrerwertung nach 4 von 10 Läufen. Auf dem ersten Platz ist weiterhin Yves Dock mit 75 Punkten, gefolgt von Fossil HH mit 68 Punkten. Halbleerglas hat 56 Punkte. Rakete 27, 51 Punkte. Auf Platz 5 ist Bocek 69 mit 46 Punkten. Platz 7 Samo 1204, 36 Punkte. Auf Platz 7 Unsichtbar 1977, 28 Punkte.
Ein sehr interessanter Name, weil manchmal ist er gar nicht so unsichtbar. Auf Platz 8 Petmars 1980, 27 Punkte. Platz 9 Effe 0904 mit 25 Punkten. Auf Platz 10 Monchi 82 MG, 23 Punkte. Platz 11 Striker M11 mit 16 Punkten. Platz 12 Moslev, 16 Punkte. Platz 13 Jordi 462, 14 Punkte. Platz 14 F7C Chef, 13 Punkte. Platz 15 AK Dios X, 12 Punkte. Platz 16 Mika 8604, 8 Punkte. Und auf dem 17. Platz VXT Racer, 7 Punkte. Nochmal kurz zu dem Reglement. Es gibt ja zwei Streichergebnisse, die jeder Fahrer zum Schluss dann geltend machen kann. Entweder weil er nicht kann oder es werden einfach die schlechtesten Resultate rausgestrichen. Die Saison ist extrem spannend. Also die ersten 10 Plätze haben alle noch Chancen auf irgendwie einen Sieg in der Meisterschaftsrunde. Und total toll. Es hat sich hier eine sehr gute Fahrergemeinschaft zusammengeschlossen. Und ich rufe immer wieder auf, es sind noch Plätze frei in der Liga. Wir sind gestern mit 11 Fahrern gestartet. Das heißt, wir haben hier wirklich noch 5 Plätze frei. Und jeder kann als Gastfahrer gerne mitfahren. Traut euch. Alle Infos findet ihr in der Facebook-Gruppe oder auf der Homepage. Oder fragt einfach hier über die Kommentarfunktion an. Ausblick auf den 5. Lauf in Mugello. Die Rennstrecke liegt 30 Kilometer nördlich von Florenz in Italien. Das ist auch unsere letzte Station in dieser Rennserie in Italien. Danach geht es wieder in etwas kältere Gefilde zurück. Die Streckenlänge beträgt 5,245 Kilometer und Eigentümer der Rennstrecke ist Ferrari. Die Strecke wird unter anderem für die Motorrad-WM, DTM-Läufe und als Formel-1-Teststrecke von Ferrari genutzt. 1988 wurde sie von Ferrari zurückgekauft und danach erstmal komplett modernisiert und heute entspricht sie als eine der sichersten Rennstrecken der Welt. Mugello ist eine Mischung aus langsamen und schnellen Turns mit ausgedehnten Kurven, langen Geraden und gewölbten Ecken. Das macht die Rennstrecke so interessant und fordernd für Fahrer und Auto. Das letzte Thema in unserer Sendung ist ein Spezial über Jordi 462. Dass er ein motivierter Rennfahrer ist, das merken wir in jedem Training und natürlich auch bei den Rennen. Und dass er unheimlich schnell dazulernen möchte, das haben wir jetzt festgestellt, weil er hat sich einen privaten Coach genommen. Und dieser private Coach ist Jan Seifert mit Ich bewerte deine Runde. Schauen wir uns doch mal an, was der Profi unserem Nachwuchsrennfahrer so für Tipps gibt. Viel Spaß! An dieser Stelle darf ich mich schon verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, es war informativ und euch gefällt das Format. Dann lasst doch bitte ein Abo da oder macht den Daumen nach oben. Ich bedanke mich für das freundliche Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao! So, also der Jordi 462 PS4 Sim Racing in seinem Cup Porsche jetzt hier am Nürburgring unterwegs in Assetto Corsa. Schauen wir uns das Ganze an. 6. Gang. Anbremsen hier. Das hat gepasst. Da kannst du viel früher ans Gas. Du kannst nach ganz links raus. Kein Problem. Hier nicht zu früh einlenken. Da bist du zu früh innen gewesen. Und jetzt musst du lange warten, bis du dann raus beschleunigen kannst. Also lange raustragen in Kurve 1 und dann später einlenken in Kurve 2. Ja, hier schön links geblieben. Oh, da hat dir ein Meter gefehlt nach innen. Also da... Der Ansatz war gut, links bleiben und dann mit Schwung raus, aber innen ruhig den Körper mitnutzen. Kurze Variante hier, zwei Scheitelpunkte, innen rein, Stückchen raus und wieder innen rein. Da hat ja auch wieder ein Meter gefehlt. Also versuche immer wirklich nach innen wieder reinzukommen. Auch hier nutzt den Körper innen. Also du musst auf jeden Fall viel mehr Streckenbreite nutzen. Da waren 2 Meter, 3 Meter nach innen Platz. Nutzt doch bitte die Streckenbreite, wirklich. Das bringt dir extrem viel. Viel mehr Ruhe ins Auto und viel, viel schneller kannst du dadurch fahren. So, anbremsen jetzt hier in GK-Schikane, innen über den Curb. Das hat gepasst, das hat auch gepasst. Das sah okay aus. Das war gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen früh in der Coca-Cola eingelenkt. Deswegen kommst du jetzt zu weit raus. Coca-Cola-Kurve, spätes Einlenken und dann versuchen, so früh wie möglich ans Gas zu gehen und die Streckenbreite nach außen nutzen. Nutzt die Streckenbreite aus.